Moin, ich bin's nochmal, Marilou. Ich wollte nochmal mich melden, auch wenn es heute extremst laut ist. Ich hoffe, ihr hört mich. Der Wind rauscht in den Bäumen. Danke als allererstes für die vielen Rückmeldungen zu meinem letzten Video. Das hat mich jetzt auch ermutigt, nochmal in die Kamera zu sprechen. Und ja, natürlich wünsche ich allen von euch ein gutes, erfolgreiches Weitermachen. Ich als Verbraucherin, als Städterin möchte doch nochmal was zum Thema sagen. Unserer Bauern und Landwirte. Ich habe mir mal was aufgeschrieben. Der NABU hat ja reagiert, wie auch einige andere, auf eure Proteste. Was mich doch wundert, er hat das kritisiert, das Vorgehen der Bauern. Er kritisiert die Art der Demos und die Proteste der Landwirte. Ich kann sowas nicht ganz nachvollziehen, insofern als der NABU ja eine Organisation ist, die sich aus Spenden und aber auch vielen Subventionen trägt. Und ihr seid Familienbetriebe, das heißt Menschen, die um ihre Existenz ringen, die deswegen auf die Straße gehen, obwohl sie doch eigentlich bis hier zu tun haben, das hatte ich ja auch im letzten Video schon gesagt, also eigentlich gar keine Zeit für irgendwas und ihr demonstriert, weil ihr mit dem Rücken an der Wand steht und dann kommt der NABU und kritisiert das. Also an alle beteiligten großen Organisationen, vielleicht solltet ihr einfach mal hingucken, solange die Menschen auf die Straße gehen, stimmt irgendwas gewaltig nicht. Und was gewaltig nicht stimmt, die Bauern sind nicht gegen Naturschutz und Umweltschutz. Nein, das sind Familienbetriebe. Die möchten ihr Land schützen und die möchten ihr Land an ihre Kinder weitergeben. Da kann man das nicht ruinieren, so wie es vielleicht in anderen Ländern gemacht wird, wo dann schnell Wälder abgeholzt werden, um einfach für 2, 3 Jahre mal die Rinder dort zu halten. Das funktioniert bei unseren Bauern so nicht und das wollen die so nicht. Das ist ihr Land, das ist ihre Heimat, die wollen sie erhalten. Und sie möchten auch die Natur schützen und das geht nur gemeinsam. Also das als Gedanke mal an die großen Organisationen, genau wie an die Politik, mal einfach eine Überlegung, solange die Menschen auf die Straßen gehen, stimmt irgendwas nicht. Und da muss ich als Verbraucher sagen, ich war ja Lehrerin in meinem ersten Leben. Wie lange sind wir als Lehrer auf die Straße gegangen? Wer hat hingehört? Niemand. Nur mal als Beispiel, ich war Lehrerin für Englisch und Latein, das sind Korrekturfächer. Uns hat man so richtig an die Wand gefahren. Die meisten, die diese Fächer, also geisteswissenschaftliche Fächer unterrichten, sind Frauen. Die schaffen noch nicht mal eine volle Stelle zu machen am Gymnasium. Also viele schaffen es nicht, weil sie eine Wochenarbeitsbelastung, also ich hatte mit einer 2/3 Stelle, das heißt der Unterricht wird ja gewertet als 2/3 Stelle, so viel Unterricht, wie ich gegeben habe, hatte ich trotzdem eine Wochenbelastung von bis zu 80 Wochenstunden, weil ich mit der Korrektur nicht zurechtkam. Es funktioniert so nicht. Und wer kümmert sich? Gar keiner. Der Politik ist egal, die sagen dann, ihr müsst halt schneller korrigieren. Und dann wundern sie sich, wenn die Menschen aufhören, so wie ich. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht mehr, das geht so nicht. Ich kann doch nicht mein Leben lang auf einer 2/3 Stelle arbeiten, bis ich tot umfalle. Ja, aber sie können doch nicht aufhören, wir haben doch sonst keinen. Wir brauchen doch Lehrer, wir haben doch Lehrermangel und wir brauchen doch vor allem Englischlehrer und Lateinlehrer. Wir haben doch, das sind doch Mangelfächer, sag ich, Leute, dann trefft doch politisch korrekte Entscheidungen. Okay, da geht uns halt die Bildung flöten in diesem Land. Genau wie andere, Hebammen, tolles Beispiel. Es gibt viele Menschen, die wollen freie, selbstbestimmte Geburten haben. Wurde abgeschafft. Natürlich hat keiner die Hebammen abgeschafft, aber man setzt einfach mal die Versicherungssumme so hoch, dass keiner sich mehr leisten kann, diesen Beruf auszuüben. Ja, tolle Wurst, fehlen uns halt die Hebammen. Muss man sich jetzt entscheiden, gehe ich ins Krankenhaus und mache so, wie es gewollt ist, oder mache ich es halt einfach allein zu Hause. Doofe Entscheidung. Gefällt denjenigen, die schwanger sind, nicht. Aber was jetzt die Bauern betrifft, da sind wir alle betroffen, weil wir alle müssen essen und das jeden Tag. Und deswegen würde ich die Politik auffordern, treffen Sie hier nicht genauso bekloppte Entschuldigung. Aber es regt mich auf, weil ich war Lehrerin und ich wäre es gern geblieben. Nur wobei, Sängerin sein ist viel besser. Ist okay, ich wurde dahin gezwungen und eigentlich bin ich sehr glücklich. Dankeschön. Aber was wäre denn jetzt, wenn alle unsere Bauern aufhören und plötzlich sagen, ach, da wäre ich halt Gitarrist oder Bassist. Was machen wir denn als Verbraucher? Natürlich, wir können importieren. Klar, importieren wir billig aus dem Ausland. Aber dann? Was ist, wenn die Grenzen zu sind? Dann müssen wir doch nur wieder an Corona denken. Was ist dann? Wer kommt dann nicht mehr zu seinem Essen? Das sind doch wohl wir. Das sind wir Städter vor allem. Das sind die, die in den Laden gehen müssen, weil sie kein Feld haben draußen und keinen großen Garten mit Gemüseanbau, sondern die gehen müssen ins Geschäft und sich was kaufen. Die sind dann gelackmeiert. Und da wollte ich noch was zu sagen zu uns Verbrauchern und den Erzeugern. Wir sind gar nicht so weit voneinander, wie wir oft denken. Das wird aber so gemacht. Ich erinnere mich an Berlin. Ich war mit euch ja auf den Demos, mit euch Bauern und Landwirten und Menschen vom Land, habe euch begleitet in Berlin zu dieser Demo im November.
Und hat es mich echt gewundert, was da von Seiten der Politik erzählt wurde. Da wurden Beispiele genannt, ja, sie verstehen gar nicht, warum die Städter, also die bösen Städter, warum die dann diese Billigprodukte, da wird es dann beworben in den Geschäften, das Fleisch ganz billig, und die kaufen das trotzdem. So, also die bösen Verbraucher. Und auf der anderen Seite immer die bösen Erzeuger. Was ein Blödsinn, wir sitzen alle in einem Boot. Ich bin Städter, genau, ich weiß. Und ich kenne ganz viele, die können sich eure Produkte gar nicht leisten. Weil wir dahin gekommen sind, dass man sich mit einem Gehalt in diesem Land keine regionalen Produkte leisten kann. Klar gibt es auch viele andere, aber es gibt auch eben ganz viele von denen. Und da würde ich doch sagen, lasst uns zusammenrücken, uns Städter und uns Menschen vom Land, uns Verbraucher und Erzeuger, und schauen, wie wir da was miteinander lösen können. Weil wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man uns gerne glauben machen möchte. Dazu habe ich auch ein paar Ideen, die sage ich dann euch in einem nächsten Video. Ja, dann habe ich es für heute abgearbeitet und dann kommt noch ein nächstes Video, wo ich ein paar Ideen habe, wie wir vielleicht ein bisschen zusammenrücken. An euch Landwirte, Bauern, Schäfer, Pferdehalter, Weidetierhalter, alle, die ihr das macht, was wir ja wollen, nämlich was für die Natur, was für die Artenvielfalt, was für unsere Kulturlandschaft, was für die Weidetiere, was für die Tiere, die auf den Weiden sind. Das genau wollen wir doch als Gesellschaft. Gebt nicht auf und lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Und eine tolle Sache, die jetzt schon viele von euch gemacht haben, macht Videos und informiert die Ahnungslosen, weil viele von uns Städtern sind einfach ahnungslos. Wir wissen es nicht. Woher sollen wir es denn auch wissen? Mein Leben in der Stadt, 36 Jahre habe ich da gelebt. Ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen, dann bin ich einkaufen gegangen, natürlich in einem großen Geschäft. Da steht kein Bauer rum. Ja, es gibt manchmal regionale Bauern, die dann an Ecken oder auf Märkten zu finden sind. Da habe ich auch gekauft. Aber meistens ist man ja doch in den großen Geschäften. Und dann trifft man in den Straßen natürlich Nabu, Bund und Co. und sieht, wie schrecklich die Natur gerade vergeht. Und dann spendet man da, weil man möchte ja was Gutes für unsere Umwelt tun. Und mehr Kontakt haben wir doch gar nicht. Und dann geht man abends vielleicht ins Fitnessstudio und dann noch vor den Fernseher oder ins Kino und das war's. Insofern, wir haben keine Ahnung. Lasst euch nicht entmutigen. Macht weiter so. Bis zum nächsten Mal.